Hallo Freunde, herzlich willkommen zum Magirus 200D26AS Kranwagen, mit dem man 16 Tonnen quasi heben kann. Von der Firma Klöckner Humboldt Deutz und das Ganze angetrieben mit Dieselmotoren. Das Modell ist von Modal und wir haben von ihm schon des Weiteren teilweise schon öfter Modelle gesehen. Wir schauen uns hier an, was wir eben so finden, Freunde. Das ist hier dementsprechend an den Features abzulesen. Haben wir hier animierte Teile. Wir springen einfach mal rein, Freunde. Das will ich jetzt nicht vorlesen und ablesen und hier lesen und da lesen. Die Geschichte ist folgende. Können wir hier was tun? Ja oder nein? Bringt's was? Bringt's nichts? Wird dann erst mal mit der Taste X, wie es sich gehört, hier die Stütze ausfahren. Und das ist schon mal ganz nice hier mit den Unterlegkeilen, mit den Absicherungen hier schon mal ganz sexy gemacht. Was wir hier auch haben, ist eine natürlich Beleuchtung. Das passt perfekt. Blinker, Warnblinker, Rundumlichter. Was haben wir vorne für normale Lichter? Hier den Scheinwerfer. So, Kran hat sich gerade ein bisschen bewegt. Das haben wir gesehen. Was haben wir hier für Rundumlichter? Die funktionieren auch. Was ich auf jeden Fall auch Bock habe, ist natürlich die Hupe. Perfekt. So. Was haben wir hier? Hier haben wir jetzt die Geschichte mit dem Kran. Die Geschichte mit dem Kran ist eine Geschichte, die ich nicht hundertprozentig erzählen kann, weil wir eines nicht haben, eine Möglichkeit, den Kran irgendwo zu befestigen. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz heißt nicht, dass der nicht funktioniert. Also man sieht hier jetzt ganz gut, der funktioniert. Das kann man hier dementsprechend ein bisschen mit einem Teleskoparm weiter ausfahren und auch bewegen und dann wippt es ein bisschen mit, also ganz sexy auf jeden Fall. Ich weiß jetzt halt nur nicht, was kann man mit dem bewegen. Theoretisch würde ich es gerne probieren, indem wir vielleicht jetzt einmal nur Just for Fun zum Ballenwagen fahren, da drüben. Dann sieht man zumindest Reifenstaub, Reifenspuren. Da sieht man aber auch, dass wir ins Innenleben schauen werden und dass wir hier ganz okayes Innenleben haben, also sicher eins, das, wo man sagen kann, das schaut ganz ordentlich aus. So, das würde ich sagen. Winde, Sperren, Haken, Sperren, Hilfe, wird sicher nicht verkehrt, SDRG, Links, Keypad 0, Freunde. Jetzt haben wir eine Beschreibung, die hier einiges vielleicht sogar komplizierter macht, als unbedingt nötig. Linke SDRG und Num 4 haben wir hier, SDRG Num 6, der Scheinwerfer, okay. Abschleppen, Towing, können wir hier Fahrzeuge damit abschleppen, das wäre hier der übelste Shit, wäre das. Aber es ist immer nice, dass es eine Beschreibung gibt. Ich werde es probieren, ich werde jetzt, wir haben da hinten eine Winde, Okay, warte mal, Freunde, das kann ja hier nicht so schwer sein. Da haben wir das Ganze wieder einfahren erstmal. Wir haben hier so viele Funktionen, das ist ja Wahnsinn. So, das war jetzt der Haken. Wir dann jetzt einmal die Winde entsperren. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier was bewegen können, beziehungsweise wie wir die Winde... da hinten, oh lol, schaut euch mal das auf, Freunde. Ich hole jetzt einmal irgendeinen Standard-Deutz hier mitten ins Spiel und jetzt schauen wir, nur schauen, ist jetzt nur reinschauen, ob wir mit dem den rausziehen oder bewegen können. Das wird mich jetzt brennend interessieren. Ich habe leider ehrlich die Geschichte nicht mehr durchgelesen. Die Beschreibung habe ich schon offen, ich habe aber weder die Kommentare gelesen. Nun habe ich jetzt irgendwie, was können wir da machen? Wir können mit der Numpad 7, 8, 9 was machen. Das ist schon mal ganz nice. Erstens abschleppen. World Class. Da wir das einmal wieder einziehen, den Spaß hier, versuchen wir hier mal, wenn wir das ausgewählt haben, das so richtig zu machen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es funktioniert. Windersperren, Haken entsperren. Da wir das einmal entsperren
mit der 8 versuche das runterzukriegen. Ist jetzt nicht so leicht. Irgendwas habe ich missverstanden. Es ist nämlich, hier steht geschrieben, dass wir dementsprechend hier mit der Last TV das vorklappen können. Habe ich das? Ich glaube, ich habe es schon langsam. Da müssen wir erst die Stützen ausfahren und das ist echt geil animiert, das muss man schon so sagen. Und da mit der Taste V sollte man rein theoretisch das so machen können. Ich werde es jetzt nicht kribisch genau jetzt machen, weil sonst brauche ich nur 10 Minuten länger. Wenn man hier abschleppen kann, und das ist halt die Geschichte, wenn man es kann, wegdrücken kann man auf jeden Fall was, dann finde ich das persönlich extremst geil. Was mir ein bisschen, es ist schon sehr kompliziert, es schaut aber echt verdammt geil aus. Auf Modhost habe ich gedacht, okay, das ist wieder mal so ein Mod, den man so und so und dementsprechend und hier und so weiter. Aber da steckt mehr dahinter, das ist halt modal. Da steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick wirklich sehen kann. Und das finde ich persönlich richtig, richtig geil. Das Abschleppen scheint echt gut zu funktionieren, wenn man den Dreh raus hat. Man hat hier einige Funktionen. Also es lohnt sich richtig hier vielleicht mehr Zeit zu investieren als wie. Aber meine Mod-Vorstellungen sind eben kurz prägnant und vielleicht nicht immer hundertprozentig korrekt, aber dementsprechend sicherlich trotzdem auch für Zuschauer, die nicht so fette Leitung haben, ganz gut geeignet, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Wir schauen in die Log, Freunde. Die Log ist hier sauber, das passt modal heute halt eben. Und das Ganze zu finden unter Kategorien Mods hier unter LKWs, den Uranus 6x6 Dreiachser Kranwagen mit 300 Pferdchen und nur 38.700 Euro. Top. Coole Geschichte, Modal. Danke dafür. Kann ich nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr Bock drauf habt, etwas abzuschleppen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, Freunde. Das Ganze auch noch, achso, das wollte ich auch noch sagen, unbedingt ganz wichtig. Das Ganze auch noch mit Farbwahl. Also wer jetzt Bock hat auf was Freundlicheres als wie dieses Schwarz, der kann bestens und getrost hier zugreifen. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.